jetzt der nächste Gast ist der Mr. Belfort. Herzlich willkommen, Mr. Belfort. Danke vielmals, dass Sie Zeit genommen haben, dass Sie da dabei sind. Ihr Name tönt schon so aussagekräftig. Ja, können Sie noch genau sagen, was Sie genau machen? Ja, also ich bin Investmentbanker. Ja. Also ich bin so in dem Bereich tätig, wo sehr viel Geld fließt. Ja, es ist ziemlich riskanter Beruf für den Anbieter. Ich meine, man kann Geld verlieren, man kann viel Geld gewinnen, aber ja. Sie gewinnen anscheinend viel Geld, so ja, wie schöner Anzug, den Sie da also, haben. Ich meine, ich bin der Beste in meinem Job. Okay. Ja. Ja, wie kommen Sie denn zu all dem Geld, das Sie haben? Ja. Also, müssen Sie jetzt nicht alles genau wissen, es ist ein bisschen kompliziert für Sie, für Ihr Niveau und so. Also, wäre nicht, dass Sie da rauskommen würden. Ah, doch, ich kann. Nein. Okay, lassen wir das mal so lassen, ja, dann kommen wir mal auf das zurück in einem anderen Interview. Aber so, ich habe gelesen, da in Afrika, das geht ja nicht so mit rechten Dingen hin und her. Also alles mit Afrika habe ich nichts zu tun. Das ist eine andere Abteilung. Wir sind nicht für Afrikaner zuständig. Wir haben da nur mit Asiaten zu tun. Aber Miss Belfort, also ich habe ganz deutlich Belfort gelesen, dort Belfort hier. Ja, ich habe mal einen Bruder. Ah. Ja, der ist auch tätig. Haben Sie Zwillingsbrüder? Nein. Sehen Sie ihn aber sehr ähnlich? Ja, ist halt ein Brüder. Okay. Ja, jetzt nochmal schnell. Wieso sind Sie an diesem Open Air? Ja, ich habe da viel Geld investiert. Und ja, wie viel Geld? Viel Geld. Und ich will das natürlich auch geniessen. Von wo kommt das Geld? Das von den Asiaten? Das kommt aus meinem Sparkonto. Ja. Das ist sehr nötig. Ja. Okay. Also, ein Drittel von meinem Bonus das Jahr gewesen. Ah, okay. Ja, jetzt noch wegen dem Open Air. Sind Sie häufig also Open Air? Haben Sie Erfahrungen gemacht, die Sie weitergeben können? Ja, also aufpassen müssen Sie wegen der Sonne und wegen der Taschendiebe. Die sind auch immer wieder sehr gefährlich, habe ich gehört. Vor allem mit Ihrem grossen Portemonnaie? Ja, das sicher, ja. Ich glaube, ich bin extra ein Treuhänder, der dort mein Geld kann verwalten kann. Aber sonst, ja, easy genug. Nehmen Sie viel Geld mit auf den Platz? Ja, nein. Okay, gut. Ja, noch das Abschlusswort? Ja, dann wünsche ich natürlich viel Spass und denken Sie an mich, wenn Sie mal etwas zu viel Geld haben, können Sie sich beraten lassen. Ich würde Sie gerne da ein bisschen einführen, was Sie sollen investieren oder wie oder mehr. Gut, danke vielmals, Mr. Belfort. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. Gleichfalls. Ade.